Seid gegrüßt. Wir wollen heute wieder das Teacher-Training durchführen. Und wir haben so ein paar wichtige Punkte, die wir drauf haben sollten. Unter anderem eben das Thema der 12 Hauptmeridiane. Und wir haben ein Programm, in dem ganz systematisch der Verlauf der 12 Hauptmeridiane geöffnet, leitfähiger gemacht wird. Denn wichtig ist die Reihenfolge der 12 Hauptmeridiane zu wissen. Die verlaufen wie ein Fluss. Eine Leitung, und zwar meandern sie sich durch den Körper. Und die Reihenfolge ist nach unserem System folgende. Wir beginnen mit Gallenblase. Gallenblase beginnt am Kopf, ist ein ziemlich weit verzweigter Verlauf, geht letztendlich dann am Hals seitwärts runter, geht dann mehr oder weniger seitlich am Körper runter, so, 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 so. Und dann an den Beinen weiter seitlich runter. Und an den Füßen beginnt der Lebermeridian und er steigt innen an den Beinen auf. Und endet rechts und links unter der Brust. Das sind zwei Beinmeridiane, Körperbeinmeridiane. Und zwar wiederholen wir nochmal Gallenblasenmeridian und Lebermeridian. Gallenblasenmeridian beginnt seitlich am Kopf, geht seitlich am Hals runter, geht seitlich am Körper runter seitlich am Körper runter. Und an den Füßen beginnt der Lebermeridian, der steigt innen auf. Und hier endet der Lebermeridian rechts und links, senkrecht eine Handbreit unter der Brust. Und dann geht es weiter mit Lunge, Dickdarm. Und das sind Arm-Kopf-Meridiane. Und das geht dann innen an der Daumenseite runter und außen an der Zeigefingerseite hoch. Innen an der Daumenseite runter. Und außen an der Zeigefingerseite hoch. Ja, und dann geht es weiter mit Magen. Magen verläuft vorne, am Kopf runter, vorne, Schlüsselbein und vorne an den Beinen. Und dann beginnt an den Füßen der Milzmeridian, der geht innen hoch, geht auch vor dem Körper hoch, aber weit seitlich und hört hier auf. Dann geht es weiter mit Herz und Dünndarm. Das sind wieder Arm-Kopf-Meridiane. Unter der Achsel beginnt
der äußere Verlauf des Herzmeridians, innen an der kleinen Fingerseite und außen an der kleinen Fingerseite Dünndarmmeridian, innen an der kleinen Fingerseite Herz, außen an der kleinen Fingerseite Dünndarm. Ja, und dann geht es weiter mit Blase. Beginnt über den Augen, über den Kopf, hinten runter. Hier kommen wir rein anatomisch mit den Armen, mit den Händen nicht weiter. Deshalb schwingen wir um. Und hier sind wir wieder. Hinten am Rücken rechts und links runter. Hinten an den Beinen runter. Und unter den Füßen beginnt der Nierenmeridian. Innen hoch. Und dicht neben der Mittelachse hoch. So, und jetzt bleiben nur noch zwei Meridiane, und zwar Perikard, Herzbeutel und Sanjiao, dreifacher Erwärmer. Einmal mittig runter bis zum Mittelfinger und dann mittig außen hoch vom Ringfinger ausgehend. Mittig runter bis zum Mittelfinger und mittig außen hoch vom Ringfinger ausgehend, Sanjiao, dreifacher Erwärmer. Und die ganze Geschichte funktioniert nach dem Prinzip Hände leiten Energie. Energie im Körper sammelt sich immer, sobald ich in diesem dementsprechenden Körperbereich, wo ich die Hände vorhalte. Und jetzt sammelt sich die Energie im Endpunkt des Lebermeridians, Shimen, rechts und links eine Handbreit unter der Brust. Jetzt sammelt sich die Energie zwei Finger breit unter dem Nabel, im unteren Dantian. Und wenn ich dann die Hände bewege, dann folgt eine Ballung an Energie. Und diese Ballung an Energie, die öffnet die Meridiane. Damit, mit einer Ansammlung von Energie, kann ich durch die Meridiane wandern und die Meridiane sozusagen reinigen, ausbügeln, leitfähiger machen. 12 Hauptmeridiane. 6 davon sind Arm-Kopf-Meridiane und 6 davon sind Körper-Bein-Meridiane. Wir beginnen noch einmal Gallenblase. Seitlich Kopf. Seitlich am Kopf, am Hals runter. Seitlich am Körper runter, mit einem gewissen nicht so gerade, sondern so, wie ich meine Hände bewege. Seitlich an den Beinen runter. So, unten beginnt der Lebermeridian, innen hoch bis hierhin. Hier hört der äußere Verlauf des Lebermeridians auf. Dann geht es weiter mit Lunge und Dickdarm, also Arm-Kopf-Meridian. Innen an der Daumenseite bis zum Daumen. Außen an der Zeigefingerseite. Innen an der Daumenseite. Außen an der Zeigefingerseite. Und dann geht es weiter mit Magen vor dem Gesicht. Vor dem Körper. Vor den Beinen. Dann kommt Milz innen an den Füßen,
innen an den Beinen. Ja, dann geht es weiter mit Herz und Dünndarm. Herz beginnt unter der Achsel, innen Kleinfingerseite, außen Kleinfingerseite. Achsel, innen Kleinfingerseite, außen Kleinfingerseite. Dann geht es weiter mit Blase. Hier kommen wir nicht weiter, deshalb schwingen wir die Arme um. Am Rücken, am Gesäß, hinten an den Oberschenkeln, Kniekehlen, hinten an den Unterschenkeln. So, das war Blase. Jetzt kommt Niere innen hoch, dicht neben der Mittelachse empor. Hier hört Niere auf. Und als letztes haben wir dann noch Herzbeutelperikard. Das ist innenmittig bis zum Mittelfinger. Und Perikard und Sanjiao, dreifacher Erwärmer, außenmittig vom Ringfinger ausgehend. Innenmittig, außenmittig. Gut. So, und nachspüren. Und mal im Unterbauch abspeichern, zwischenspeichern. Zwischenspeichern machen wir so. Ja, da unterhalten wir uns jetzt mal drüber,